Und mein nächster Gast, Christian Mucher, hat sich heute für zartes Grau in Verbindung mit Rot entschieden. Guten Morgen. Guten Morgen, danke. Selbst vielmals ausgesucht? Oder hat das wieder mal Ihre Frau gemacht? Ja, die legt mir meistens die Sachen aufs Bett, aber heute war es echt zu früh. Ich bewundere euch ja alle, wie ihr so früh jeden Tag aufsteht. Und in der Früh müsst ihr immer gut drauf sein. Ja. Wenn du privat bist, musst du nicht immer gut drauf sein. Ja, aber das bin ich trotzdem. Ja, aber ich bin heute gut drauf. Ja? Eva Pölzl, das Strahlen kommt zurück. Na schau, da habe ich eine gute Tat getan. Ihre Feinde wird's freuen, wenn sie einmal lachen. Ja, wobei man sagen muss, natürlich, dieses Geschäft ist ja nicht einfach. Nicht? Wir produzieren jetzt seit 47 Jahren. In den stärksten Jahren haben wir 46.000 Druckseiten produziert. Das muss man sich einmal vorstellen. Die Leute glauben ja alle, das geht alles von selber. Das ist ja mehr, als ich lesen kann. Du musst deinen Chefredakteuren vertrauen. Und das Tückische ist, dass du als Herausgeber für jeden Beistrich verantwortlich bist. Aber du kannst es nicht einmal lesen. Nein, also es ist schon ein wildes Geschäft. Zur Erklärung, meine Damen und Herren, zu Hause, Christian Mucher ist der Herausgeber des Extradienst, ein Branchenblatt, und das gibt es auch schon 40 Jahre. Ihr habt jetzt gerade Jubiläum gefeiert. Wir haben Jubiläum und wir haben noch andere Zeitschriften. Ja. Wir machen Faktum für den Tourismus, genau. FM für die Gastronomie und Elite, wo meine Frau die Chefredakteurin ist, wo dann über die Modetrendfarben gelb geschrieben ist, und da weiß meine Frau Bescheid. Die elitäre Welt, auf die sind Sie ja auch ein bisschen stolz, oder? Sie haben sich das immerhin auch alles selbst erarbeitet. Sie sind im Gemeindebau groß geworden. Ich komme aus Grinzing, aber aus der Grinzinger Straße 54, und dort war der Gemeindebau. Und ich war dort, als ich auf der Straße gespielt habe. Alle anderen sind verprügelt worden. Ich war der Professor und habe die Hausaufgaben für die anderen geschrieben. Und das hat mich gerettet. Aha, also so wird es überlebt. Gescheit muss man sein. Ja, und die haben das dann akzeptiert, weil die wollten es nicht blau und grün hauen wie alle anderen. Mir haben es geschont, damit ich dann hilf bei der Rechenaufgabe. Und ja, das heißt, man muss eine Nische finden, sagt man so, oder? Ja, und es war ein weiter Weg. Und meine Nische heute ist halt, dass ich mich bemühe, angstfrei guten Journalismus zu betreiben. Da hat sie die Kollegin Stöckl schon unterbrochen beim Frühstück, als sie gesagt haben, angstfreien Journalismus. Ich glaube durchaus, dass Sie bei vielen gefürchtet sind. Ja, jetzt muss man mal sagen, was ist guter Journalismus? Guter Journalismus heißt, dass man nicht Richter ist, sich nicht zum Richter arrogiert, weil das steht uns allen nicht zu, sondern dass man B-Richter ist. Diese beiden Buchstaben B und E sind so unglaublich wichtig. Und wir haben ja in dieser Branche, ich werde mich hüten, Namen zu nennen, Unguided Missile, glaube ich, heiße ich hier im Haus, weil ich ja Dinge sage, mit denen man nicht rechnet. Aber ja, aber sind Sie da objektiv? Sie gehen ja auch immer von Ihrem Geschmack aus. Nein, überhaupt nicht. Sondern ich glaube, dass es in diesem Geschäft um eine einzige Sache geht. Sauber zu recherchieren, die Fakten zu bringen und dann soll sich der Leser eine Meinung bilden. Es gibt in unserer Branche so viel unglaublich abgehobene Typen. Ich sage immer, das sind Menschen, wenn sich die in der Früh beim Rasieren oder beim Schminken im Spiegel betrachten, sehen sie ihr Gesicht gar nicht. Sie sehen den Bauchnabel, weil mit dem Scheitel haben sie längst die Decke des Badezimmers berührt. Immer wenn bei mir ich abgehoben habe, dann habe ich vom Schicksal eine Faustwatschen gekriegt und das hat mich wieder reduziert. Also das war und das auch, war gut. Auch Sie waren auf Irrwegen. Natürlich, na klar. Ich meine, entschuldige, du verdienst viel Geld, du hast Erfolg, du wirst bekannt. Na, die Verlockung ist groß, dass du abhebst. Aber meine Großmutter war sehr gescheit und sie hat gesagt, Christian, alles, was als furchtbar erscheinen mag, da rennt da die Frau davon mit einem jüngeren Mann, ja, das spricht ja die Welt zusammen. Und sie hat gesagt, das hat alles sein Gutes und am Schluss des Ganzen dreht sich wieder. Und das ist der Trost für alle, denen es heute in der Früh vielleicht mies und dreckig geht. Denken Sie daran, Sie wissen gar nicht, was das, was Ihnen gerade Schreckliches widerfahren ist, was das nicht an Positiven birgt. Und das habe ich in meinem Leben immer gemacht. Ich habe immer versucht, das Positive zu sehen. Mhm. Und ich hätte zum Beispiel die Ekaterina nie kennengelernt, wenn ich meine Frau nicht verloren hätte. Wobei, das muss man lernen, oder? Ich glaube, diese Sichtweise... Kannst nicht lernen. Wirklich nicht? Du musst die Schmerzen ertragen und du musst da durch, jeder muss durch. Man kann es nicht lernen. Ich glaube, Schmerzen sind etwas, wo man durchgehen muss, aber man muss die Hoffnung sehen, dass es fein wird und dass es wieder gut wird. Ich habe immer geglaubt an mich selber. Möchten Sie sich heute jeden Schmerz ersparen oder sind Sie noch offen und bereit? Schmerz ist gut. Ist gut? Weil in Österreich ist ja jeden Tag Halloween. Ich habe heute Nacht wieder zwei furchtbare Nachrichten bekommen für Reportagen, die wir schreiben müssen. Und da musst du natürlich durch. Aber ich glaube, das Geheimnis im Leben heißt, stelle dich deiner Aufgabe, glaub an dich selber. Und der André Heller hat ein wunderschönes Lied geschrieben und das heißt Für immer jung. Und da gibt es eine Textzeile
Wenn du Vertrauen hast in die Server, dann brauchst du keine Versicherung. Und wenn du willst, bleibst du immer jung. Ich probiere es. Ja, ich glaube, Sie sind am besten Weg. Christian Mucher. Immer wieder interessant, weil das war Ihr erster Besuch heute bei uns. Und ich freue mich. Ich komme gern wieder. Wenn die Redaktion ja, das zulässt. Dass Sie das sagen. Danke aber für lustig kann man es auch haben mit ihm. Wir nehmen es mit Humor. Ich danke Ihnen.